Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. 1, 2, 3! Und ich habe morgen unseren ersten Auftritt diese Saison. Also wir tanzen Duo zusammen, Showtanz-Duo mit Akrobatik. Ich glaube, so kann man das nennen, ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch gleich zum Training, weil wir haben heute das letzte Mal Training. Heute ist Freitag. Wir haben jetzt 16 Uhr, glaube ich, und wir müssen gleich los. Und ja, ich dachte mir, ich nehme mich einfach mal so dabei mit. Nach dem Training werden wir noch zu DM gehen, weil da wollen wir noch ein paar Sachen besorgen. Für morgen halt noch Haarspray, glaube ich, brauchen wir. Wimpernkleber brauchen wir. Und ja, da gucken wir nochmal, dass wir die Sachen noch finden. Und ich werde euch so ein bisschen mitnehmen. Wahrscheinlich filme ich beim Training nicht mit, weil es wäre einfach zu stressig. Aber wahrscheinlich filme ich bei DM mit. Also das ist mein Outfit of the day. Ich habe einfach diesen Pulli hier an. Der ist von Subtute, dann die Weste ist von Zara, die Leggings ist von Stronger. Und dann habe ich die Schuhe an. Da steht ein Paket übrigens mit Nike-Socken. Ja. Und wir gehen jetzt gleich los. Ich melde mich dann nachher wieder. Oder ich mache euch dann morgen den Haul. Ich weiß ja nicht, wann wir zurückkommen, aber ich mache euch auf jeden Fall einen Haul von den Sachen, die wir bei DM kaufen. Ich werde auch mitfilmen. Das sind die Scrunchies, die wir halt dann um unseren Dutt tragen. Und ich werde jetzt noch mit diesen Steinen, die da drin sind, das sind Steine zum Ersatz halt für das Kostüm. Da werde ich ein paar davon da drauf kleben, weil es sieht dann einfach ein bisschen schöner aus. Ist vielleicht ein bisschen unnötig. Aber ich habe es schon bei unserem letzten Tanz damals gemacht und irgendwie, ich mag das voll, die da drauf zu kleben. Deshalb mache ich es jetzt noch schnell. Ich zeige euch dann morgen das Ergebnis, weil ich glaube nicht, dass ich heute Abend noch mitfilmen kann. Aber ja, das mache ich auf jeden Fall heute noch. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir aber wirklich los. Guten Morgen, wir haben jetzt schon 13.28 Uhr, also halb zwei. Um 16 Uhr haben wir die Generalprobe und ich bin irgendwie voll aufgeregt. Es ist stressiger, als ich dachte, mitzufilmen. Ich mache euch jetzt noch den Haul von den DM-Sachen, die ich gestern gekauft habe. Und ja, also zeige ich euch jetzt erstmal. Also der Tagesablauf heute wird sein, dass wir halt erst um 16 Uhr zur Generalprobe gehen. Ich weiß nicht, wie lange die dauert, vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung. Wir gucken dann halt mal, wie es ist auf der Bühne, wie der Boden da ist. Eigentlich kenne ich den Boden, aber muss halt immer so schauen, dann wegen dem Licht halt auch, wegen der Musik und allem, wegen dem Reinlaufen und Rauslaufen, also Einmarsch, Ausmarsch. Ja, ich bin aufgeregt. Und vorher müssen wir natürlich zu Hause noch ein Dutt machen, also wir kriegen dann so ein Dutt hier oben. Das ist auch noch so ein Ding, dass wir das hinkriegen, weil wir mussten es jetzt schon vor langem nicht mehr machen. Und ja, weil wir hatten einfach keinen Auftritt vor Publikum mehr seit dem Frühjahr 2020, also das ist jetzt schon echt lang her und damals habe ich auch noch kein Social Media gemacht und ich merke halt gerade wirklich, es ist voll stressig mitzufilmen, weil ich bin generell schon ein bisschen gestresst, weil ich aufgeregt bin und so. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal die Sachen schnell von DM, die ich gestern gekauft habe, also die wir gestern gekauft haben. Also ich habe jetzt mal einfach hier an meinen Schreibtisch gesetzt und zeige ich euch jetzt die Sachen kurz. Ich habe auch ein paar Sachen gekauft, die halt nichts mit dem Auftritt zu tun haben, weil ich war jetzt wirklich locker zwei Monate nicht mehr bei DM. Irgendwie, ich bin nicht dazu gekommen, aber ja, jetzt zeige ich euch die Sachen kurz. Jetzt habe ich mir einmal so einen Abschmink Reinigungswasser von Garnier gekauft. Ich benutze das meistens für meine Augen und ich komme damit eigentlich voll gut klar. Deshalb habe ich es mir jetzt nochmal gekauft, weil meins fast leer ist. Dann habe ich mir einen neuen Beauty Blender gekauft, weil wir müssen uns ja auch ein bisschen schminken vor dem Auftritt und ich weiß nicht, ob mein Alter das noch mitmacht, weil der ist schon ein bisschen kaputt. Dann habe ich auch noch eine neue Wimperntusche gekauft, weil meine halt auch fast leer ist, weil ich die jetzt so lange benutzt habe und das wäre halt richtig blöd, wenn das alles heute leer geht. Dann habe ich noch einen Wimpernkleber gekauft, weil ich auch nicht mehr weiß, ob der noch geht, weil den habe ich das letzte Mal 2020 irgendwann benutzt. Deshalb weiß ich nicht, ob der noch geht. Jetzt haben wir auch einen neuen davon gekauft. By the way, haben wir auch so einen nicen Schminkkoffer, wo wir unsere ganzen Sachen fürs Tanzen reintun, also unsere Wimpern und so Zeug, das ist da alles drin. Ich kann es euch nachher mal kurz zeigen. Dann haben wir auch noch neues Haarspray gekauft. Wir haben doch diese kleinere Packung genommen, weil wir haben noch ein bisschen was. Das ist halt ganz wichtig, wenn wir uns Dutz machen, weil da muss wirklich alles komplett glatt sein. Man braucht da so viel Haarspray, wirklich. Das ist so, jeder, der tanzt, der weiß, dass beim Dutz machen, nee, man atmet gefühlt nur noch Haarspray ein. Das ist richtig schlimm, aber ja, das gibt immer diese Vibes von Auftritten, von Fasching und oh, ich liebe das, ich habe das so vermisst. Ich hoffe halt, dass die Saison
einigermaßen normal stattfinden kann, aber ich weiß es nicht. Das ist halt wirklich ein bisschen schade. Auf jeden Fall habe ich mir dann noch einen neuen Topcoat gekauft. Das hat jetzt nichts mit dem Auftritt zu tun. Also ich habe die Sachen auch nicht nur für den Auftritt gekauft, so ich benutze sie halt auch so. Und ich habe gestern noch die Scrunchies fertig beklebt. Also so sehen die jetzt aus. Damit die halt dann auch ein bisschen glitzern und funkeln. Die passen genau zum Kostüm wirklich. Die sehen so nice aus. Und ja, ich kann euch ja mal kurz zeigen, was so drin ist. Also ich kann jetzt gar nicht alles zeigen. Hier sind noch so Orden drin, die wir bekommen haben vom Fasching. Und da ist noch ein Haarschmuck drin, den wir immer anhatten. Dann sind hier ganz viele Haarnadeln überall. Und wenn man das aufmacht, dann sind hier noch Wimpern. Da ist noch Wimpernkleber. Ich weiß aber nicht, ob der geht. Hier ist auch noch so ein Schwamm. Und hier ist Kleber für den Glitzer zum Beispiel. Ich muss mal gucken, wo der Silberne ist, aber der ist hier irgendwo drin. Und ja, hier sind auch noch Haarteile. Hier ist das. Also das ist wirklich null aufgeräumt, aber ja, so sieht dieser Glitzer aus. Der ist wirklich voll schön und wir werden dann auch noch geschminkt dort. Also Augen-Make-up und so. Und da ist halt auch ganz viel Zeug drin. Hier sind diese Dutt-Kissen. Da benutzen wir immer die zwei. Ich weiß nicht, welches meine Schwester nimmt, welches ich. Hier ist auch noch so Haarschmuck für die Garde, für die Umzüge und so. Also da ist einiges drin hier ist. Ah, das ist Glitzerspray auch für die Haare. Ich muss gerade mal gucken, was alles drin ist. Hier ist noch ein Duttnetz drin. Das ist auch ganz wichtig, aber ich glaube, davon haben wir noch genug. Und hier sind so Glitzersteinchen drin, die hatten wir bei der Garde an. Okay, Freunde, ich werde irgendwie immer aufgeregt, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall hole ich jetzt mal mein Kostüm aus dem Schrank, weil wir müssen es schon zur Generalprobe anziehen. Und wir haben jetzt gleich Generalprobe, deshalb, ja, hole ich es mal aus dem Schrank jetzt raus. Also so sieht das halt von hinten aus und so von vorne. Also das Blau kann sein, dass jetzt mit den LEDs ein bisschen komisch aussieht. Aber ja, ich finde das so schön. Und hier jetzt nochmal die Haargummis, also die Steine. Ich finde, das passt voll gut auf jeden Fall. Ja. So Leute, unsere Mutter hat jetzt unsere Haare gemacht, also die Kathi und ich haben jetzt beide so einen Look, aber der ist noch nicht so schön. Ja, wir machen den dann nachher nochmal neu für den Auftritt und jetzt machen wir uns weiter fertig für die Generalprobe. So Leute, wir sind jetzt fertig, die Generalprobe ist vorbei. Wir haben jetzt glaube ich 5 Uhr und wir fangen dann bald an, unsere Haare richtig zu machen, weil das war jetzt nur für die Generalprobe. Also wir machen es dann auch mit Haarspray fest, weil das ist jetzt alles nicht fest, ne? Und ja, es war eigentlich ganz okay, also mein Rückenzeit wird auf jeden Fall gut gefärbt. Und ich habe es auch direkt durchgezogen, da bin ich auf jeden Fall froh drüber, weil es ist ja wirklich so Parkettboden und ich bin ein bisschen scared, ob ich das hinkriege. Aber ich habe es geschafft und ja, es waren halt auch so ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht so perfekt waren, keine Ahnung, wie das sein soll, aber ja, war ja nun die Generalprobe und genau, fangen wir gleich an, die Haare zu machen, geschminkt werden wir dann dort und ich zeige euch dann, wie das dann aussieht. Ich habe Angst. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es rückwärts heute klappt. Und ich habe wie gesagt auch nur 2 gemacht, weil ich wollte mich nicht direkt so verausgaben. Und ja, ich bin aufgeregt. Aber ich habe auch schon ein bisschen was mitgefilmt. Ich glaube, das habe ich euch schon eingeblendet. Oder wenn, dann blende ich es euch jetzt nochmal ein. Aber ich glaube, ich habe es euch schon eingeblendet. Und ja, ich zeige euch dann aber nochmal meine Frisur, wenn die richtig fest ist. Ich glaube, auf der Kamera sieht man gar keinen so großen Unterschied. Aber hier hinten so diese ganzen Haare sind halt nicht mehr so abstehend. So Leute, also die Dutz sind jetzt gemacht. Wir sprühen nur noch die Haare, die hier abstehen, mit Haarspray weg. Und ja, wir müssen jetzt auch gleich los. Ich bin auch ready und wir gehen jetzt los. Und dann werden wir dort auch erstmal geschminkt. Und oh Gott, wie sieht meine Jacke aus? Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, 19 Uhr. In einer Stunde und 45 Minuten ist dann unser Auftritt und ich bin aufgeregt, aber ich hoffe mal, wir schaffen das. Und ja, ich bin jetzt noch nicht wirklich geschminkt, also ich habe nur Puder drauf, bisschen Rouge. Machen wir nachher aber noch ein bisschen mehr drauf und auf den Lippen habe ich jetzt auch noch nichts. Also das machen wir alles dort und dann kriegen wir auch noch Augen-Make-up. Schönes und ich melde mich dann wieder, wenn wir dort sind. Wahrscheinlich filme ich einfach nur so ein bisschen mit. Und wenn wir zurück sind, dann melde ich mich wieder richtig und dann schminke ich mich auch noch ab zusammen mit euch und irgendwie bin ich gerade gar nicht so aufgeregt, aber ich glaube, es kommt dann wieder. Ich mag meine Haut gerade voll, weil das hält Puder drauf und so. Sieht nice aus. Ja. We dancing.
Wir sind jetzt wieder zurück vom Auftritt. Komm mal her. Ja, wir sind immer noch geschminkt. Wir müssen uns jetzt abschminken. Und wie fandest du es? Super. Ich auch. Es hat einfach alles geklappt. Also irgendwie ist alles voll gut. So auch die Hilfigur, die wir bei der Jahrwo gar nicht hinbekommen haben, ne? Die hat geklappt. Und mein Seil hat auch geklappt. Ich bin voll happy. Ja. Und jetzt werde ich sie noch erst abschminken. Und dann werde ich mich abschminken. Ich will mich gar nicht abschminken, weil ich finde, das sieht so schön aus. Hier so toll geschminkt. Aber das ist so ein gutes Gefühl, wenn man die Wimpern abmacht. Ich liebe dieses Gefühl. Und ja, die Dutz haben auch gut gehalten. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja, abzuschminken. Und danach, wenn ich sie abgeschminkt habe, melde ich mich nochmal bei euch. Aber sie will jetzt abgeschminkt werden, ne? Mhm. Oh, ich liebe dieses Gefühl. Die sehen auch voll nice aus, die Wimpern. Die haben da nämlich so Glitzer drin. Tut's gut? Ja. Da auch noch? Warte, ich fange von außen an. Das Gefühl ist toll. Das Einzige, was irgendwie nicht so gut war, war dieses Haarspray, weil es war auch ein anderes. Ansonsten haben wir noch so Gel, heißt es glaube ich, keine Ahnung, das Gel haben wir noch benutzt, um das so ein bisschen zurückzumachen, weil sonst standen da noch so Haare, aber irgendwie war das Haarspray voll blöd. Ja, da war noch mein Kostüm. Ich finde die Kostüme so schön, weil die so viel Glitzer haben. Wie das funkelt. Ich finde es so toll. Ja. Ich schmink sie jetzt weiter ab. Dann jetzt auch gleich beenden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und ja, es war auf jeden Fall toll. Weil das vor allem auch unser erster Auftritt seit 2 Jahren, glaube ich, vor Publikum war, einfach wegen Corona. Und ich habe ja damals im ersten Corona-Lockdown angefangen mit YouTube und TikTok und allem. Also nee, mit YouTube habe ich eigentlich viel später angefangen, aber auf jeden Fall zu der Zeit, wo das halt nicht möglich war, so vor Publikum aufzutreten wegen Corona. Und deshalb war es jetzt mega schön, dass wir halt mal wieder vor Publikum auftreten konnten und dass auch noch alles geklappt hat, weil ich hatte ein bisschen Angst, so sagen wir so, dass alles nicht klappt, weil die Hebefiguren sind schon ein bisschen schwierig manchmal, weil wir auch so viele Perlen auf den Kostümen haben, ist das alles noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, es hat einfach alles geklappt, es hat wirklich alles geklappt. Ja, ich hoffe, dass ich genug mitgefilmt habe, weil es war ziemlich schwierig teilweise mitzufilmen. Ich muss wahrscheinlich auch ein paar Sachen zensieren, weil man bestimmt irgendwo meinen Wohnort sieht. Ich weiß nicht. Muss mal schauen, aber ja. Und das Video, also heute ist Samstag und ich werde es dann noch bis morgen schneiden, dass es dann morgen für euch online kommt. Und ja, ich bin einfach nur mega happy. Und ich schmink mich jetzt auch mal gleich ab. Aber das ist ja nichts Spektakuläres. Ich werde mir erstmal die Wimpern abmachen, wirklich. Ich liebe dieses Gefühl. Aber ich will mich irgendwie nicht abschminken, weil es so schön aussieht. Okay, bevor ich mich jetzt komplett abschminke, werde ich jetzt einfach schnell mal das YouTube-Video beenden, sonst geht es ja noch ewig lang. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein neues YouTube-Video mehr von mir. Und ihr könnt auch gerne auf Instagram vorbeischauen, da nehme ich euch nämlich täglich über mein Leben mit. Ja, dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Put your head on.